Guten Tag zu den Keine Wochenshow Tipps am Montagabend. Genau. Was haben wir denn heute so, was hast du denn heute so im Angebot? Was Musikalisches. Was Musikalisches? Also wieder sowas Geschrammeltes? Oder? Aber sowas von Geschrammeltes. Dann fange ich an. Ich habe heute nämlich mal was ganz anderes, nämlich einen Podcast. Nein. Ja. Cool. Und zwar der Podcast. Hier Brüssel für ein Halleluja? Nein, der Podcast heißt Toast Hawaii. Ja, toll. Man kennt die Journalistin und Interviewerin Bettina Rust, ja, von Radio 1, hatte eine wunderbare Talkshow, Hörbar Rust. Ja. Und sie hat zusätzlich noch einen Podcast, Toast Hawaii. Da lädt sie auch immer eine Stunde lang, einmal in der Woche, einen prominenten Gast ein und spricht mit ihm oder mit ihr über Essen. Essen und Trinken und darüber, wie man sich Leute einlädt, was man so kocht, was man mag, was man nicht mag. Und es ist ein total interessanter Podcast, hat auch schon ganz viele tolle Gäste. Und jetzt war zu Gast Bastian Pastewka. Ah. Und das Lustige, oder das Tolle war, am Anfang erzählte Bastian Pastewka so, naja, also er hat eigentlich überlegt, ob er überhaupt hinkommt, weil er mit Essen überhaupt nichts am Hut. Er frühstückt nicht, er isst ganz viele Sachen nicht, er lädt auch sich keine Leute ein, er kocht nie. insofern ganz schlechte Voraussetzungen eigentlich für Toast Hawaii. Aber was er dann doch alles so erzählt hat, war hochgradig spannend und lässt eigentlich ganz tief in sein Leben blicken. Also das Tolle an diesem Podcast ist, dass quasi über das Thema Essen nochmal ganz andere Sachen über Personen so ans Licht kommen. Das fand ich total interessant. Ich glaube, dass gerade bei Pastewka, der ist ja sowieso ein sehr tiefgründiger Mensch, also wir haben ihn ja auch schon mal live gesehen. Und ich denke, dass dieses Thema ihm ja sowieso, gerade beim Fernsehen, er wird bestimmt auch viel über sein Vorlieben zum Fernsehen gucken, zum Fernsehkochs und so weiter war gar nicht so Thema. Es ging tatsächlich dann darum, also dann ging es halt darum, dass er ja, wenn er arbeitet, dann ist Essen halt so nebenbei. Also er ist kein Mensch, der wirklich denkt, oh, jetzt ein schönes Mittagessen. Also bei ihm ist es alles so nebenbei. Und so ganz viel, er hat zum Beispiel gesagt, er trinkt keinen Alkohol, er raucht nicht, nimmt keine Drogen, aber er ist zuckersüchtig. Und dann ging es halt darum, dass er erzählt hat, dass er halt früher zur Tankstelle gefahren ist, sich dann 4 Tafeln Schokolade gekauft hat und eine davon auf dem Weg schon gegessen hat. Krass. Und immer dieselbe Tafel Schokolade. Also die darf dann auch keine Nüsse haben oder kein Obst oder sonst was. Dann hat er erzählt, dass er auch überhaupt kein Obst ist. Es war total lustig, aber auch hochgradig interessant, diesem Gespräch zu folgen. Das glaub ich. Wie auch wirklich viele andere Folgen von Toast Hawaii gibt es auf Spotify, aber auch auf ganz vielen anderen Plattformen, wo es halt Podcasts gibt. Ich habe was Musikalisches mit dem passenden Namen Of Kingdom and Crowns von Machine Head. Machine ist ja so eine amerikanische Thrash-Metal-Band. Sie hatten ja letzte Woche schon Thrash-Metal, aber diesmal nochmal neu. Und zwar die Kombo um Rob Flynn hat jetzt ihr 10. Album draußen gehabt. Wie gesagt, Of Kingdom and Crown. Passt ja fast zu unserem Thema gerade mit dem Ableben von Queen Elizabeth. Aber darum ging es jetzt eigentlich nicht. Das ist Hast du heute auch den ganzen Tag vom Fernseher gehangen? Nee. Und der die Trauerfeierlichkeiten? Nee, wieder nicht mit Arbeiten. Ach, da muss man sich frei nehmen zu einem Tag. Mhm. Weiter. Okay. Jeweils ist es das erste Konzeptalbum der Band und es geht eigentlich mehr so eine Anime-Serie, die heißt Attack of Titans. Und da hat er sozusagen das Gut gegen Böse sozusagen dargestellt. Und das ist in einer ganz krassen Art und Weise, wie gesagt, musikalisch ist ja Machine wirklich sehr weit gefächert. Ob das jetzt mit viel großartigen Progressive-Metal-Elementen oder Doom-Metal-Elementen oder Black-Metal-Elementen. Also das ist so schön alles miteinander verworren. Und gerade der erste Track, es fängt schon mal mit 10 Minuten 25 an. Slaughter by the Märtyr. Wer wird ein Märtyrer auf Englisch ausgesprochen? Was? Märtyrer auf Englisch. Märtyrer? Metal, genau. Und da wird jetzt so gezeigt, wie man am Anfang so ganz leicht in die Thematik einsteigt mit Akustikgitarren, denn dieses totale Gitarrenbrett reinkommt, Schlagzeug ohne Ende und zum Schluss wird das alles wieder sehr, sehr melodiös, sehr ausgiebig und jetzt zeigt auch dieses ganze Spektrum von Rob Flynn, der eigentlich mittlerweile Alleinunterhalter von der Band ist und jetzt kam auch fürs neue Album neuer Schlagzeuger dazu, neuer zweiter Gitarrist dazu und die machen das wirklich total cool. Also mir gefällt das Album unheimlich toll. Die spielen jetzt auch demnächst ja auch in Berlin, glaube ich, Anfang Oktober.
zusammen mit Amon Amarth. Und großartiges Album auf Kingdom and Crown von Machine Head. Ja, dann sehen wir uns am Mittwoch im RTS und am Donnerstag bei Keine Woche schon wieder. Und genau. Ja, auf Wiedersehen. Bis später, Peter.